Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich begrüße Sie außerordentlich herzlich zum außerordentlichen Bundesparteitag der Alternative für Deutschland. Mikro nicht richtig? Ich bin froh und stolz, dass Tausende von Mitgliedern sich die Zeit für diesen Parteitag genommen haben. Uns allen ist bewusst, dass wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Wir alle wollen den richtigen Weg für die Zukunft und den dauerhaften Erfolg der Alternative für Deutschland einschlagen. Wir mögen über diesen Weg nicht immer einer Meinung sein. Aber wir wissen, dass wir eine historische Aufgabe haben und dass die AfD eine historische Chance ist. Denn Deutschland braucht eine glaubwürdige politische Alternative. Es braucht die Alternative für Deutschland. Um den richtigen Weg haben wir in den letzten Wochen und Monaten gerungen, in einer Art und Weise, die kein Ruhmesblatt für uns war. Für uns, die wir den Streit geführt haben. Statt parteiintern, sachlich und problemorientiert zu diskutieren, ist uns die Sache entglitten. Bis wir uns in aller Öffentlichkeit stritten, dass die Fetzen flogen. Einfach los, so läuft das. Das war und ist eine Belastung für die Partei, die ich zutiefst bedauere. Ja, da bist du noch schuld dran. Es ist eine Zumutung für die vernünftigen, engagierten und anständigen Parteimitglieder. Oh. Die dann kopfschütteln zusehen und sich um den Lohn ihrer Arbeit gebracht sind. Da hast du doch veranstaltet. Es ist auch ein gefundenes Fressen für unsere Gegner in den Altparteien, die sich ins Fäustchen lachen. Ja. Und deshalb muss der Streit nun heute entschieden werden und unverzüglich aufhören. Heute und morgen auf diesem Bundesparteitag sollen Sie, die Mitglieder, entscheiden. Und wie auch immer die Entscheidung ausfällt, bitte akzeptieren Sie, dass dies die demokratische Entscheidung ist. Die Entscheidung mag Sie in Ihrem persönlichen Engagement bestärken oder dämpfen, aber die Sache ist dann entschieden. Und damit gibt es keinen Grund für weiteren Streit. Um der Partei dann zu dienen, meine Damen und Herren, denken Sie bitte an die großen Worte John F. Kennedys. Fragen Sie nicht, was die Partei für Sie tun kann, sondern fragen Sie, was Sie für die Partei tun können. Meine Damen und Herren, der Bundesvorstand hat den Parteitag auch deshalb außerordentlich und mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen noch vor den Sommerferien angesetzt, weil wir den Spannungen in der Partei, der aufgeheizten Stimmung und den verhärteten Fronten nicht noch mehr Raum geben wollten. Ein Parteitag ist ein Ort der Entscheidung. Das ist gut und daran will ich nichts ändern. Aber ein Parteitag ist auch ein Ort der Begegnung. Und Begegnungen kann man nutzen, um Verständigung zu erzielen und sich die Hand zu reichen. Lassen Sie mich dies in dreierlei Weise versuchen. Erstens geht es mir um den Weckruf 2015. Deshalb, wegen dieser Reaktion, spreche ich ja mit Ihnen darüber. Ich trage hier einen Button. Unmöglich, ne? Mit dem Logo des Weckens. Und hunderte andere auf diesem Parteitag tun das auch. Dieser Button. Das ist
Dieser Button ist kein Zeichen der Ausgrenzung, sondern... Ist das ein Witz oder was? Are you joking? Ist kein Zeichen der Ausgrenzung, sondern ist eine Einladung zum Gespräch. Das glauben Sie selber nicht! Ja, eben! Meine Damen und Herren, er ist genauso eine Einladung zum Gespräch, wie wir gestern alle AfD-Mitglieder zu einer fröhlichen und hoffnungsvollen Weckungsveranstaltung eingeladen haben. Wo wir ja auch froh waren, viele Nicht-Weckrufler, einfache AfD-Mitglieder zu begrüßen. Wenn Sie sich dem Weckruf nicht angeschlossen haben, meine Damen und Herren, wenn Sie ihm kritisch gegenüberstehen, dann nutzen Sie doch bitte die Gelegenheit zum Gespräch. Überzeugen Sie sich, dass es den Weckrufern darum geht, Gefahren von der Partei abzuwenden. Meine Damen und Herren, nicht die Weckrufler wollen spalten, wie es unsere Aber wir wollen auch nicht untätig bleiben. Wir haben hier keine Comedy-Veranstaltung. Wie sie beispielsweise Monitor vorgestern eindrucksvoll dokumentiert hat. Meine Damen und Herren, wollte ich jetzt kommen. Der Weckruf ruft die Partei zur Wachsamkeit auf, weil uns an der Partei liegt. Ja, sicher. Jeder, dem es genauso geht, meine Damen und Herren, sollte das Gespräch nutzen und sein Gegenüber zu verstehen suchen. Aber auch den Weckruf mit Konfrontation, Ausgrenzung und Unvereinbarkeitsbeschlüssen zu reagieren, war von Anfang an falsch. Und wer das tut, meine Damen und Herren, der spaltet die Partei. Der Versuch, eine Hand zu reichen, die augenscheinlich nicht von jedem genommen werden möchte. Zweitens, meine Damen und Herren, geht es mir um die ostdeutschen Landesverbände. Aha, Herr Höcke, ja. Es wird ja immer behauptet, die ostdeutschen Landesverbände seien besonders rechts und deshalb gäbe es eine Spaltung zwischen östlichen und westlichen Landesverbänden. Ich halte diese Sichtweise für grundfalsch. Richtig ist, dass die ostdeutschen Landesverbände manchmal andere Themenschwerpunkte haben als die westdeutschen. Aber lassen wir uns nicht dazu hinreißen, sie pauschal als rechts abzustempeln. Es geht nicht um Landesverbände in ihrer Gesamtheit, sondern es geht überall in der Partei um problematische Mitglieder, die sich grob im Ton vergreifen
oder provozieren, indem sie lautstark die Grenzen unserer Programmatik austesten oder überschreiten. Was ist denn die Kernel? Wo ist denn der Kernel? Nichts passiert da. Dabei möchte ich ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren, dass das Miteinander konservativer, sozialer, liberaler Meinungen in der AfD selbstverständlich erwünscht ist. Ich werde nachher in meinem Bericht zur Arbeit des Bundesvorstands inhaltlich darauf eingehen. Jetzt nur so viel, wir brauchen dieses Meinungsspektrum, das ist eine unserer Stärken. Mein dritter Versuch, Spannungen abzubauen, betrifft die persönliche Ebene. Es gibt sehr unterschiedliche politische Vorstellungen in der AfD. Und ich will in keiner Weise kleinreden oder bagatellisieren, was mich politisch von den Anschauungen des Flügels trennt, der insbesondere von Björn Höcke vertreten wird. Aber, lieber Herr Höcke, lieber Herr Höcke, lieber Herr Höcke, was ich wirklich anerkenne, ist, dass Sie trotz aller Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, trotz aller Meinungsverschiedenheiten in den Streitigkeiten der letzten Wochen, stets anständig und fair geblieben sind. Sie haben stets, mit offenem Visier gefochten, aber Sie gehörten nicht zu denjenigen, die falsche Gerüchte gestreut und Verleumdungen verbreitet haben. Sie haben sich an keinen Intrigen beteiligt. Das war anständig von Ihnen und dafür möchte ich Ihnen hier öffentlich meinen Respekt und meine Anerkennung zollen. Liebe Freunde, ich habe jetzt einige Bemerkungen zum Streit in der Partei gemacht. Aber eigentlich sind wir als Partei angetreten, weil wir Politik machen wollen, weil wir politische Themen aufgreifen wollen und weil es die Aufgabe der AfD ist, die großen Probleme unseres Staates aufzugreifen. Und da will ich hier einmal fünf Probleme nennen, aus Zeitgründen jeweils nur kurz, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Themen benennen, aufgreifen, bearbeiten und letztlich lösen. Problem Nummer eins. Deutschland leidet unter einer dramatisch sinkenden Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung überaltert, bedroht dies die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme und damit die Zukunft unseres Sozialstaates. Deshalb müssen wir, meine Damen und Herren, die Familien stärken. Wir müssen Ja sagen zu Familien und Kindern. Meine Damen und Herren, der Mut zur Wahrheit und der Mut zu Deutschland fordert auch den Mut zu Kindern. Problem Nummer zwei, eine stark steigende Zuwanderung. 1,2 Millionen Menschen kamen allein im letzten Jahr neu in unser Land und die allermeisten wollen hier bleiben. Dass das zu Überfremdungsängsten, vor allem in den am stärksten betroffenen Teilen der einheimischen Bevölkerung führt, ist nachvollziehbar. Es liegt nicht nur an der Zuwanderung selbst, sondern auch daran, dass die Politik dem Problem ohne jedes erkennbare Konzept gegenübersteht. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das große Doppelinterview im Tagesspiegel mit Eberhard Diepgen und dem grünen Politiker Wieland gelesen haben. Es war ein erschütterndes Dokument der Hilflosigkeit. Außer mehr Notunterkünften und dem Mangel an Pflegefachkräften im Gesundheitswesen fiel Ihnen nichts ein. Kein Ansatz dazu, dass man die Zuwanderung besser steuern und kontrollieren muss. Wir brauchen aber ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild für die Wirtschaftsmigranten.
eine Verlagerung. Eine Verlagerung der Asylverfahren zu sicheren Anlaufstellen außerhalb der EU. Eine bessere Sicherung der Grenzen, insbesondere gegenüber den Balkanländern. Eine konsequente Abschiebepraxis gegenüber Kriminellen und eine klare Regelung. Und eine klare Regelung, dass in den ersten Monaten des Aufenthalts weder Sozialleistungen noch Hartz IV bezogen werden können. Meine Damen und Herren, der Mut zur Wahrheit und der Mut zu Deutschland fordert auch den Mut zum Handeln. Problem Nummer 3. Deutschland droht eine schleichende Erosion seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Unsere Infrastrukturinvestitionen sind unzureichend. Die kopflose Energiewende wird durch überhöhte Strompreise zu einem gravierenden Standortnachteil. Die Überregulierung durch deutsche und europäische Bürokratie benachteiligt speziell den deutschen Mittelstand. Der Mindestlohn bestraft Unternehmen, die Schwächsten in unserer Gesellschaft beschäftigen und vernichtet ihre Arbeitsplätze. Meine Damen und Herren, die Stärke der deutschen Wirtschaft ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und unseres Sozialstaates. Der Mut zur Wahrheit und der Mut zu Deutschland fordert, lieber Herr Adam, auch den Mut zur Marktwirtschaft. Problem Nummer 4. Ein Niedergang des deutschen Bildungssystems. Die Hauptschule, die frühere Volksschule, ist weitgehend ruiniert. Die Neugier, das Interesse und der Antrieb vieler Schüler sinkt, je mehr seichte Ablenkungen durch elektronische Medien verfügbar sind. Dass manche Eltern ihre Kinder einfach nicht mehr ordentlich erziehen und mit Fleiß, Ordnung und Disziplin nichts anzufangen wissen, verstärkt das Problem. Auf all das reagieren Schulen und Universitäten mit sinkenden Ansprüchen und weicheren Noten. Meine Damen und Herren, der Mut zur Wahrheit und der Mut zu Deutschland fordert auch den Mut zu Leistung und zu Fleiß. Problem Nummer 5. Ein fataler Hang der Deutschen zur Hysterie. Manche unserer Landsleute scheinen nicht leben zu können, ohne ständig die Vernichtung der Umwelt, die Bedrohung des Friedens oder den Zusammenbruch der Wirtschaft an die Wand zu malen. Das Waldsterben, die NATO-Nachrüstung, der Klimawandel, der Zusammenbruch des Euro, wir müssen eigentlich von einer Katastrophe zur nächsten wanken. Das meiste hat sich aber als völlig überzogen herausgestellt, als bloße Schauergeschichte und Lügenmärchen, mit dem die Unwissenden eingeschüchtert und der Herrschaftsanspruch der Alternativlosigkeit durchgesetzt wird. Um den zu durchbrechen, meine Damen und Herren, brauchen wir den Mut zur Wahrheit und nichts als den Mut zur Wahrheit. Meine Damen und Herren, wenn wir uns den großen Problemen unseres Volkes widmen, gewinnen wir Anerkennung und Ansehen in der Bevölkerung. Das Ansehen der AfD aber ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Partei. Dieses Ansehen gewinnen wir, indem wir uns abheben von der inhaltlichen Lehre und dem Personenkult, den die Altparteien ausstrahlen. Dieses Ansehen gewinnen wir, weil wir die Probleme unseres Landes beim Namen nennen, sachlich und mit Kompetenz. Und ich würde mir wünschen, dass die Kompetenz bei uns nach wie vor geschätzt wird, Herr Adam.
weil wir weder bagatellisieren noch aufbauschen, weil wir konstruktive Lösungen anbieten statt Phrasen und Polemik. Dieses Ansehen gewinnen wir, indem wir unmissverständlich dafür sorgen, dass Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Rechtsradikalismus in unseren Reihen genauso wenig Platz haben wie linksradikale, antiwestliche oder antikapitalistische Vorstellungen. Ansehen in der Bevölkerung genießt, weil wir als AfD-Mitglieder stolz darauf sein können müssen, der AfD anzugehören. Liebe Freunde, ich komme eigentlich zum Schluss. Dies ist eine Begrüßungsrede. Ich habe Sie alle begrüßt zu unserem Parteitag. Ich habe versucht, eine ausgestreckte Hand zu reichen als Symbol der Begrüßung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sie ergreifen würden. Die ausgestreckte Hand, meine Damen und Herren, ist aber auch das Symbol des Abschieds und des Dankes. Mit dem heutigen Tag endet die Amtszeit des zweiten Bundesvorstands der Alternative für Deutschland. Ich möchte allen Bundesvorstandsmitgliedern danken, die in diesem Vorstand mitgearbeitet haben und den Erfolg der AfD vorangetrieben haben. Stellvertretend für alle möchte ich Verena Brüdigam und Gustav Grewe hervorheben. Ohne die Leistung der anderen Bundesvorstandsmitglieder schmälern zu wollen, tue ich das deshalb, weil diese beiden Personen sich mit besonders großem Einsatz um die Partei verdient gemacht haben und weil sie gleichzeitig nie ein Aufhebens um ihre Person gemacht haben. Sie haben loyal und in selbstverständlicher Pflichterfüllung ihre Arbeit getan, ohne jeden Versuch zu machen, sich mit Medien zu profilieren. Und deshalb möchte ich Ihnen doch zumindest hier danken, wo Ihnen die Aufmerksamkeit des Parteitags gewiss ist. Liebe Freunde, es war Verena Brüdigam, die politische Akademie der AfD aufgebaut hat. In dieser Akademie werden Parteimitglieder geschult. Es gibt Schulungen in Geschäftsführungs- und Management-Tätigkeiten. Es gibt Schulungen im Bereich des Wahlkampfs und des Marketings. Und es gibt Schulungen zu politischen Themen. All dies ist sehr wertvoll für die Zukunft unserer Partei. Verena, du hast dich leider entschieden, nicht mehr für den Bundesvorstand zu kandidieren, weil du deinen beruflichen Aufgaben vorangehen musst. Aber ich danke dir ganz ausdrücklich für deine hervorragende Mitarbeit. Und ich hoffe sehr, dass wir dich dafür gewinnen können, das von dir begonnene Werk auch außerhalb des Bundesvorstands fortzusetzen. Liebe Freunde, ich möchte Gustav Grewe danken, der sehr erfolgreich den Programmprozess gestaltet und vorangetrieben hat. Herr Grewe, Sie haben unermüdlich die Bundesrepublik bereist, um für den Programmprozess zu werben, um Fachausschüsse zu besuchen oder die Arbeit der Bundesprogrammkommission zu leiten. Der ganze Prozess ist von Ihnen strukturiert und erfolgreich geführt worden. Jeder Parteitagsbesucher kann sich vor dem Saal auf großen Metaplan-Tafeln über den Stand der Programmarbeit informieren. Und wenn wir im November das erste Parteiprogramm der AfD beschließen werden, dann haben wir diesen Erfolg niemandem so sehr zu verdanken wie Ihnen. Was Sie getan haben, ist wichtig und wertvoll für die AfD und ich danke Ihnen von Herzen. Auch Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie im neuen Bundesvorstand nicht weiter mitarbeiten wollen, obwohl ich noch immer eine kleine Hoffnung habe, lieber Herr Grewe, dass vielleicht der Applaus dieses Parteitags, den Sie verdient haben, Ihre Entscheidung noch in einem anderen Sinne beeinflussen kann.
Meine Damen und Herren, ich fürchte, ich habe meine Zeit überschritten. Der Bundesparteitag der AfD hat wichtige Aufgaben vor sich. Ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind und wünsche uns allen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, um das Wohl und den Erfolg der AfD zu befördern. Vielen Dank.